Herzlich willkommen zum Aufbauvideo des SKX 600 Schlingentrainers. In diesem Video zeigen wir dir die unterschiedlichen Befestigungsoptionen. Öffne zunächst das Paket und überprüfe den Inhalt auf Vollständigkeit. Wickel den Befestigungsgurt um den Haltepunkt, sodass der untere Haltering weit genug über dem Boden hängt. Mit dem Karabinerhaken am Befestigungsgurt kannst du die Länge festlegen. Hänge den Hauptgurt ausschließlich in den unteren Haltering des Befestigungsgurtes. Um die Länge des Hauptgurtes zu verändern, kannst du die Gurtschnallen wie gezeigt in eine andere Position bringen. Nun kannst du ans Ende des Hauptgurtes dein Trainingsequipment anbringen. Die zweite Befestigungsoption ist der Türhalter. Diesen fixierst du am Befestigungsgurt und legst ihn über die Tür. Nun kannst du die Tür schließen und das Rohr hindert den Gurt am Durchrutschen. Die dritte Befestigungsoption ist die Wandhalterung. Mit dieser kannst du den Schlingentrainer an den meisten Wänden befestigen und so dein Training noch individueller gestalten.